Also John schickt Kyle in die Vergangenheit, aber Kyle ist der Vater von John. Das alles klären wir heute bei Endgegner Terminator. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Endgegner, unserem kleinen Format, bei dem es darum geht, wer hat am meisten Wissen in einem bestimmten Genre, in einem bestimmten Themengebiet. Und heute geht's um Terminator, eins unserer liebsten Film-Franchises. Und dafür haben wir einen Cast zusammengestellt, der wirklich also aus allen Zeitdimensionen das beste Trio ist, was wir hier heute zusammenstellen konnten. Der Endgegner, immer gern gesehener Gast, Wolf. Herzlich willkommen. Yay, cool. Ich gebe mir selber Applaus, wenn sonst keiner tut, wenn das in Ordnung ist. Hallo. Hi, da bin ich. Einer. Frag mich doch, warum ich hier bin. Ich frag dich gleich, warum du hier bist. Die Herausforderer, die heute zusammen versuchen, dich vom Thron zu stoßen, das sind Gregor und Dennis, herzlich willkommen. Wolf, was macht dich? Ich bin Anheizer, Publikum und Teilnehmer in einem. Ja. Also die Rechnung, die wird saftig, Freunde, das sag ich mal. Das ist schon Taktik, ne? Das ja, ist ja, psychologische Kriegsführung jetzt schon. Mhm. Ja, ja, genau. Gut. Was macht dich denn heute zum Endgegner? Eigentlich absolut nichts. Ich kann dir gerne sagen, wie es war. Petrescu hat mich kontaktiert und gemeint, ey Wolf, willst du nicht vorbeikommen? Endgegner, das Thema ist diesmal Terminator. Ich habe gesagt, hä? Und hier bin ich. Wirklich, das hat mich qualifiziert. Aber ich bin natürlich, ich meine, ich bin ja auch schon gesetzteren Alters, so wie alle Herren hier in der Runde, mit vielleicht einer halben Ausnahme von dir. Mhm. Das heißt, man ist ja automatisch, wenn man so in den 80er, 90ern groß wurde, ist man ja irgendwie mit dem Terminator groß geworden. Das heißt, also natürlich meine ich, glaube ich, ein gewisses Grundwissen, zumindest zum Thema Terminator zu haben. Ich bin natürlich sehr auf die Fragen gespannt. Ich weiß nicht, wer die verbrochen hat. Ich keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Hast du die Mail nicht bekommen? Ja, aber also ich denke, so ein, zwei Sachen werde ich beantworten können, aber also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sich ein Terminator-Tattoo hat machen lassen, aber mal so. Deswegen, also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie tief das heute Abend alles geht. Mhm. Vor allem, welche Zeitlinie wir bedienen, und da gibt es ja einiges, was man da bereden kann. Da werden wir gleich noch in die Tiefe gehen. Gregor, ich habe bei dir gestern gesehen, einen Tweet, hast du nochmal zu Terminator 3 losgelassen. Ja. Also hast du nochmal alles am Stück geguckt in Vorbereitung? Oder nicht alles am Stück, aber natürlich, da ich ja auch mich sehr gefreut habe, mal wieder hier eingeladen zu werden in dem Premium Format Endgegner auf Rocket Beans TV, dass bestimmt jemand sehr Schlaues in Serie oft gewonnen hat. Ja. Ja. Habe ich am meisten gewonnen? Ich glaube, du bist auf jeden Fall sehr weit vorne. Ja, aber meine Spezialgebiete sind schon durch. Und jetzt muss ich gucken, wo ich so ein bisschen auch Bescheid weiß, ein bisschen weniger. Ich habe mich tatsächlich noch mal informiert bei kleinen Wissenslücken, die ich hatte, wie beispielsweise Terminator 3, den ich schon länger nicht mehr geguckt habe. Mhm. Und auch das erste Mal Terminator Salvation nach dem Kinobesuch vor 10 Jahren geschaut. Mhm. Also zumindest denke ich mal, dass ich so ein paar Wissenslücken geschlossen habe, aber natürlich mich vor dem großen Speer werde ich mich verneigen müssen, was das Wissen angeht. Naja, also wie gesagt, das werden wir sehen. Das ist halt immer so blöd. Überhypen und hypen. Ja, man denkt so, ey, Terminator, ja klar, weiß ich alles. Und dann kommen völlig abstruse Fragen. Mhm. Und denkt sich, was, wurde das jemals im Film erwähnt? Also von daher, ich will meine Klappe gar nicht zu weit aufreißen. Wir schauen einfach mal. Und das ist Dennis. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Terminator, eins deiner Lieblingsfilm-Franchises. Wir kennen dich ja aus vielen auch filmbasierten Formaten. Bist immer mit Wissen am Start. Warst hier auch schon unter anderem für Dragon Ball und Marvel am Start. Wie ist deine Beziehung zum Terminator-Franchise? Ich würde mich schon auch als wahrscheinlich eher in dem gleichen Rahmen wie die beiden als Fan des Franchises bezeichnen. Man kommt natürlich um den Kult Terminator nicht drum rum, wenn man sich mit Filmen auseinandersetzt. Ich finde es nach wie vor ein interessantes Konzept, was so simpel wie unterhaltsam ist. Und von daher jeden Film. Terminator oder Endgegner? Beides. Ja. Unterhaltsam, hat er gesagt. Dementsprechend Terminator, ja. Da war schon der Fehler versteckt. Das ist leider jetzt schon gelöst. Das wird aber eng für euch heute. Oh Mann, Minuspunkte. Nein, aber auch jeden Film irgendwie mitgenommen und natürlich 1 und 2 Klassiker der Filmgeschichte. Gut, also wir kommen da gleich noch ins Detail, aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Das Spielprinzip ist immer dasselbe. 15 Aussagen, mit denen werde ich euch gleich konfrontieren. In jeder Aussage befindet sich ein Fehler. Es reicht nicht, diesen Fehler zu erkennen. Ihr müsst ihn auch korrigieren können und ersetzen können. Dann könnt ihr also buzzern. Wolf, du bist auf dich gestellt. Gregor, Dennis, ihr könnt ein bisschen euch beraten und bevor ihr buzzert, aber es kann auch nur einer von euch beiden dann buzzern, ja. Sprich, wenn einer von euch beiden falsch liegt, dann ist das ganze Team raus. Wolf, du kannst dann abstauben und im Gegensatz ist es genauso. Also, denkt aber dran, wenn ihr euch beratet, Wolf ist natürlich in irgendeiner Timeline da und hört sich das nochmal an, was ihr da gesagt habt. Seid ihr ready? Ja. Nö.
Nö, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der allerersten Aussage. Man muss zum Reinkommen, ein bisschen reinfühlen. Okay. Die Gegenwart aus dem ersten Terminator-Film spielte im Jahr 1981. Wolf. Nein, das war 1984. Absolut korrekt. Woo! Das ist der erste Punkt. Habe ich diese Ausgabe gewonnen? Kann ich gehen? Ja, reicht das schon? Das war's. Geil. Er hat ja noch Reflexe, verdammt. Ey, du hast mich nicht mit Uso abgefüllt. Ich habe dir extra gesagt, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Ach, ich habe den getrunken. Das ist mein Problem. Gut, 1-0 für den Endgegner Wolf. Aber das war natürlich jetzt Basic Wissen. Wolf da schnell gewesen. Für euch nochmal der Hinweis. Die Kandidaten sehen die Frage nicht eingeblendet, bevor ich sie einmal zu Ende gelesen habe. Dann erscheint sie auch auf dem Bildschirm. Zweite Aussage. Für den 2015 erschienenen fünften Teil Terminator Genesis nahm der zweite Trailer schon den kompletten Plot-Twist vorweg, dass Kyle Reese selbst ein Terminator ist. Miau. Der Plot-Twist war, dass John Connor der Terminator ist. John Connor der Terminator, absolut richtig. Ist ein T-3000. Ach, Entschuldigung, ich hab gebuzzert, weil mir ist da ein Fehler aufgefallen. Genesis schreibt man anders. Da bin ich fast zu 98,7% sicher. Genesis mit I und Y, ihr Stümper. Y am Ende, das stimmt. Richtig. Ja, aber das, ja, okay. Da wird dir also, jetzt, obwohl du keine Punkte bekommst, wird dir jetzt eine abgezogen. Bei mir steht's aber richtig. Echt? Dementsprechend. Da wird irgendwem in der Regie eine abgezogen. Meine Karte ist richtig, also das korrigieren wir natürlich noch. So, aber richtig, Dennis hat's korrekt gesagt. John Connor ist da ein Terminator. Dritte Aussage. Der zweite Teil der Serie heißt Terminator 2, die Wiedergeburt. Oh, bitteschön. Natürlich Terminator 2, Gregor. Tag der Abrechnung. Hab ich? Ach so, nee, du. Nee, Dennis, wer ist das Hühnchen? Dennis, ja, ich bin das Hühnchen. Ja. Terminator 2, Tag der Abrechnung oder Judgment Day im Original. Judgment Day, das ist immer noch als Basiswissen einzuordnen. Für viele auch der beliebteste Teil. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr einen Favoriten unter den Terminator-Teilen? Schon, Judgment Day. Ja, muss man sagen, obwohl es hängt so ein bisschen tagesabhängig ab. Der erste ist natürlich auch fantastisch. Es sind ein bisschen unterschiedliche Filme oder kannst du fast sagen, ein Remake, der zweite vom ersten, war schon ein bisschen, aber beide großartig und fantastisch. Wolf? Muss ich das nochmal unterstreichen? Also selbstverständlich ist, also meiner bescheidenen Meinung nach, ist Terminator 2 der beste Film der Franchise und generell einer der besten Actionfilme, nicht nur der 90er, sondern, also ganz ungelogen, die je gemacht wurden. Also im Action-Genre ist Terminator 2, wenn nicht auf Platz 1, auf jeden Fall unter den Top 3, und zwar ever. Klar. Klare Ansage. Und wir schauen mal auf den Punktestand, der sich jetzt hier nach drei Aussagen ergibt. 2. Das gefällt mir nicht. Ich hänge mich daran, ne? Gregor. 2 zu 0 sage ich. 2 zu 1. Ich gebe jetzt Gas und du musst das Rennen nach Hause holen. Oh nein. Okay. Vierte Aussage. Okay. In Terminator 2 bekommt der T-800 seine Ausrüstung in einer Bar mit dem folgenden Satz. Ich will deine Kleider, deine Jacke und dein Motorrad. Wolf sagt, das stimmt so nicht. Oh, ich habe den wirklich mehr auf Englisch in Erinnerung. Er sagt aber, your clothes, your boots and your bike. Oh, your motorbike. Also, was? Also, deine Kleider, nicht deine Jacke, sondern deine Stiefel und dein Motorrad. Komplett richtig. Yeah. Also, ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad, ist der korrekte Satz. Wolf hat's gespürt. Auch ein. Auch ein, ich habe auch gerne Stiefel, würde ich mal sagen. Das wäre auch Terminator. In einem dass meine Schuhmode hier voll aus der Reihe tanzt. Aber die sind so schön warm und ich finde die auch irgendwie. Die passen extra zum Terminator. Die machen nämlich echt so ein saftiges, klackendes Aufstampfgeräusch. Deswegen finde ich die geil. Gut. Die Sporen dran. Ja, genau. Okay. Fünfte Aussage. Gail Ann Hurd kaufte James Cameron die Rechte des ersten Terminator-Films für $1 Million ab. Gregor. Ich riskiere mal ein bisschen was. Mhm. Ich sage, es war nicht $1 Million, sondern es war für $1. Ich glaube, das stimmt sogar. Shit. Beliebte Filmtrivia. In der Tat, es war $1. Bei mir steht, es war $1. Aber nur unter der Bedingung, dass Cameron Regie beim Film führen darf. Richtige Antwort. Das waren noch Schnapszahlen. Hm. Ist es nicht auch so, dass Arnold Schwarzenegger da noch mal selber ein bisschen Budget beigesteuert hatte beim zweiten Teil, um dann noch einen Stunt zu machen? Das war beim dritten. Da hat er Geld noch mal. Aber es kommt nicht vor als Frage, oder? Nee, das ist die nächste Frage. Das wäre die nächste Frage. War nur sehr unsicher vorgetragen. Für den LKW durch die Glaswand? Ich glaube, das war für den LKW tatsächlich, ja. Ah, okay. Gut,
Also das sehen wir wie immer im Endgegner-Faktencheck. Sechste Aussage. In Terminator Genesis wurde der T-800 von einem anderen, älter wirkenden T-800 direkt nach seiner Ankunft besiegt. Der ältere T-800 wurde Sarah Connor bereits im Jahre 1973 geschickt und wird von ihr T genannt. Nein. Wolf. Nein, sie nennt ihn Pops. Absolut. Richtig. T? Ach so, ja, jetzt gab es T. Ja. Mhm. Genau. Ja. Wird von ihr Pops genannt, da er wie eine Vaterfigur für Sarah war. Das ist so, du musst immer die Frage abwarten. Du weißt nie, was am Ende noch kommt. Also richtig, in dem Fall kam hinten raus der Fehler. Wir gucken auf den Punktestand. 3:3. Alles ist hier noch offen. Und gleich nach diesem Spot geht's weiter. Und wir machen direkt weiter mit der siebten Aussage hier bei Endgegner zum Thema Terminator. 3:3 steht's. Dr. Peter Goldman ist der Leiter des Pescadero State Hospitals und wurde von Wolf sagen. Okay, ich riskier's jetzt. Richtig, nein, er heißt Silberman. Und nicht Silverman, wie ich ganz lange dachte, sondern tatsächlich Silberman mit B. Richtig, Dr. Peter Silberman. Also der Rest wäre korrekt gewesen. Wurde von Sarah Connor mit einem Füller an der Kniescheibe verletzt. Aber Wolf hat es auf dem Schirm gehabt. Dementsprechend übernimmt er hier wieder die Führung. Das ist sehr eng. Ne? Wenn Gregor so leise ist, dann ist er super konzentriert. Dann weißt du, hier geht heute noch was. Ich glaube, wie flüssig ist Metall? Nächste Frage, wie flüssig ist Metall? 3. Ja. Bang, bang, bang. Hey, gut. Achte Aussage. In Terminator 2 hat der Terminator einen verdammten Raketenwerfer wie der Pilot Dennis. Nein, er hat eine verdammte Minikanone. Ja, richtig. Du hast es witzigerweise sogar in der Vorbesprechung zu der Sendung schon erwähnt. Da dachte ich schon, okay, die Frage wird er haben. Also, er hat eine verdammte Minigun, Zitat des Hubschrauberpilots. Ja. Richtige Antwort. Ist, by the way, ich habe erst vor kurzem Terminator 2 zum ersten Mal gesehen. Die Frage hätte ich schon nicht mehr präsent gehabt. Aber deswegen sitzt ihr ja da und ich Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind, aber finde ich auch, aber es ist eigentlich eine sehr ikonische Szene, wie er an diesem, in der Glasfront steht, diesen Tisch rauskickt und dann anfängt sozusagen wirklich nur die Polizeiautos kaputt zu schießen, weil er ja vorher den Befehl bekommen hat, keine Leute mehr zu töten. Richtig. Da war ich bestimmt am Handy. Und das wird ja in Teil 3 nochmal aufgegriffen, aber wie so vieles, in Teil 3 einfach nicht mehr so cool wie in Teil 2, diese Schießerei auf dem Friedhof. Dann. Genau. Ja. Gut. Neunte Aussage. War das? Nee, das war die achte. Wir sind bei der neunten Aussage. Der T-800, Arnold Schwarzenegger, ist für Schlachtfeldeinsätze konzipiert worden. Wolf. Die Terminatoren sind Filtrationseinheiten. Das heißt, also wir sehen sie ja oft auf dem Schlachtfeld, aber eigentlich ist ihr Sinn und Zweck, sich quasi in die menschliche Resistance einzuschleichen und von innen heraus Chaos und Zerstörung anzurichten. Daher auch das menschliche Äußere. Völlig richtige Antwort von Wolf. 5:4. Mein Gott, ist das spannend, ich kann nicht mehr. Alles klar, wir haben gewonnen. Alles, normalerweise sage ich an dieser Stelle, es ist noch alles drin, aber es ist schon durch. Es ist wirklich noch alles drin. Hätte ich auch gewusst. Ja. Gregor zu langsam gewesen. Zu langsam, leider. Zehnte Aussage. Der Twist in Terminator 3, Rebellion der Maschinen, ist der, dass John Connor, Klammern Edward Furlong. Oh, nein, Schatz, weiß. Bitteschön. Du hast gesagt, ja, ne? Ja. Dennis? Die Zeit läuft übrigens, ne? Ihr habt noch eine Sekunde. Also in Terminator 3. In Terminator 3 spielt Edward Furlong nicht mit. Ja, aber. John Connor wird von einer anderen Person gespielt und mir fällt der Name des Schauspielers leider nicht ein. Ach so, muss ich jetzt? Also, genau, ihr seid beide raus. Du hast die Chance abzustauben, bitteschön. Nick Stahl heißt der Schauspieler. Und das ist. Warte mal. Da, schon wieder. Ewart, da fehlt doch ein D. Also, jetzt habe ich aber langsam. Was ist denn hier los? Diese Freche darf in den Punkt auch nicht bekommen. Ist auf jeden Fall. Oder? Doch, das stimmt doch. Genau, also, ihr wolltet den Schauspieler von. Spielt von Nick Stahl. Genau, richtige Nick Antwort. Den wir auch noch in vielen tollen anderen Filmen gesehen haben, wie zum Beispiel. Ja. Wirklich, ohne, ich kenne keinen. Wollt ihr vielleicht Plätze tauschen? Hat denn überhaupt noch einer der Schauspieler außer Arnold Schwarzenegger irgendwo anders nochmal brilliert? Hallo, Robert Patrick?
Als? Naja, und Frau Bloodrain nicht vergessen. Ne? Eben. Also du meinst Terminator 3, Robert Patrick war ja in 3 nicht dabei. Nö, aber also, also du hast jetzt dich explizit auf Terminator 3 so, ja, Robert schon, Patrick. Ja. Und hier Claire Danes, ich meine, hat auch Weltkarriere gemacht und so. Und dann Christian Bale könnte man auch vielleicht schon mal gehört haben. Also, weiß nicht, ja, gut, aber das. Emilia Clarke ja da, also hast du auch ein, zwei Mal gesehen. Ja, aber sonst echt keinen. Hast du recht, Clarke. Ist recht, ja. Gut, also richtige Antwort von Wolf, der hier abgestoppt hat. Das heißt, im Umkehrschluss für euch beide ein Minuspunkt. Du hast den Fehler zwar entdeckt, aber leider nicht korrigieren können. Gregor Toll. Und für. Ich hatte. Also, Nick Stahl, das ist ein Name, der definitiv in deinem Kopf irgendwo verankert ist. Das Ding ist, ich habe dir auch gerade gestern noch mal gesehen. Das Problem ist, ich hatte den Namen vom Regisseur im Kopf die ganze Zeit und nicht den von Nicky Boy. Vielleicht kommt es ja mit Aluminium. Ja, genau. Also, hätte ich denn da noch einfach Dennis das zuflüstern können? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wäre spannend gewesen, was dann passiert wäre, aber nein, okay. Eigentlich nicht. Genau. Shit. Also dadurch jetzt natürlich ein kleiner Abstand durch den Minuspunkt. 6 Punkte für Wolf und 3 für das Team Gregor und Dennis. Aber es ist wirklich noch alles drin. 11. Aussage. Zitat von Kyle Reese. Ich bin Reese, Captain, technisches Kommando DN384, eingeteilt zu ihrem Schutz. Sie wurden als Ziel zur Vernichtung ausgesucht. Jetzt seht ihr die Frage eingeblendet. Wo ist da der Fehler? Man ahnt es schon, aber niemand will sich aus der Deckung wagen. Zitat von Kyle Reese. Ich bin Reese, Captain, technisches Kommando, DN384, eingeteilt zu ihrem Schutz. Sie wurden als Ziel zur Vernichtung ausgesucht. Ja, ey, pass mal auf, meinst du auch technisches Kommando? Wolf redet hier wahrscheinlich mit seinem eigenen Vater aus der Zukunft. Der ich auch selber bin übrigens. Der du auch selbst bist. Ja, ich meine, ist doch klar, wo der Fehler ist, ne? Aber wenn du die richtige Antwort nicht hast, dann bringt dir das ja auch nichts. Wie sieht's bei euch aus? Traut ihr euch? Komm, ein Minuspunkt könnt ihr euch locker erlauben. Wolf, ne? Ja, mach mal ruhig. Hey, ich meine ja gerade, also es ist ja völlig klar, worauf man hier hinaus will, aber wenn man die richtige Antwort dann nicht hat, bringt's dir auch nichts. Oh, Entschuldigung, ich bin an mein Ohr gekommen. Möchte jemand von euch antworten? Nein, ich bin nicht sicher. Dann ist die Frage geschlossen. Ihr könnt aber natürlich munter spekulieren. Was dachtet ihr, also wo der Fehler ist? Also ich glaube, diese Kennziffer, die ist richtig. Irgendwie so ganz vage habe ich es in Erinnerung. Aber ich glaube, technisches Kommando stimmt nicht. Das ist irgendwas anderes. Ich bin gerade irgendwie der Meinung gewesen, dass er ist kein Captain, sondern er ist Lieutenant, glaube ich. Ich dachte ja nicht Vernichtung, sondern Terminierung. Also Dennis hat den richtigen Riecher gehabt, aber hätte falsch geantwortet, deswegen gut, denn er ist Sergeant. Ah! Einen drunter. Also ich bin Reese Sergeant. Und oh Mann! Captain. Aber unveränderter Punktestand. Keiner hat sich was getraut. War aber gut. 12. Aussage. In Terminator... Pädagogisch wertvoll. In Terminator 3 findet John Connor im Sarg seiner Mutter kiloweise Gold. Miau. Ach, immerhin etwas. Kiloweise Waffen sind im Sarg. Korrekt. Richtige Antwort. Aber den hast du nur wirklich erst immerhin gestern abgerollt. Jetzt hat er gearbeitet. Ich habe mich so gut daran erinnert, was gestern Abend war. Gut, also richtige Antwort 6-4 und die beiden Buben sind wieder dran. Alles noch drin. 13. Aussage. Der ikonische Soundtrack inklusive des berühmten Terminator-Themes wurde von Danny Elfman. Und der Endgegner ist da. Nicht von Bums Fidel, sondern von Brad Fidel. Oder Fido, wie auch immer man ihn ausspricht. Aber ey, ohne Scheiß, ich wusste, dass so eine Frage kommt. Das war so klar, dass eine Soundtrack-Frage kommt. Genau, deswegen wie heißt war der? Das Brad Fidel. Oder Fidel? Darf ich korrigieren? Ist das nicht richtig? Ich warte mal kurz auf die Regie. Oh nein, hab ich was? Aber ich hab doch... Okay. Okay, darf ich korrigieren? Der Mann heißt Brad Friedel mit einem R noch dazu. Was, ernsthaft? Jawohl. Friedel? So heißt der auch stehen. Oh, ist das ärgerlich. Ja, dann wird das wohl stimmen. Könnt ihr mir das nochmal bestätigen? Bei mir steht auch Brad Friedel. Ja, dann wird es wohl stimmen. Oh. Ich habe den immer als Fidel abgespeichert. Ich fand das immer so lustig. Das Brad Fidel. Mhm. Also so geschrieben, so ähnlich wie Bums Fidel. Fand ich immer. Ja. Das sind die Esel. Ja, das ist die Esel. Und die sind so auch noch falsch. Auch noch falsch. Bums Fidel. Echt, Bums Fidel, ja. Brad Friedel. Hat auch von Fright Night den Soundtrack gemacht. Ja, stimmt. Gregor, komplett richtig korrigiert. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, kann man nichts machen. Andreas? Andreas? Ja? Hey, so ein Brad Friedel? Okay, ja. Ah, Mr. Free. Mr. Friedel. Oh, Friedel? Yeah, Endgegner. Oh, huge fan, thanks.
Yes. Yeah, Wolf. That's his first name. Yeah, Wolf. We don't... Oh, we made a mistake. It's Fiedel, not Friedel. As in Bums Fiedel. Yeah. Okay, sorry about that. Yeah. Thanks. Okay, bye. Viet, könntest du für mich in die Vergangenheit reisen, meine Mutter schwängern, mich aufziehen und mir sagen, dass der Komponist von Terminator 2 Brad Fiedel heißt? Ich denke schon. Danke. Also wenn Viet Erfolg hatte, dann habe ich diese Frage nie falsch aufgelöst. Aber wenn nicht, dann geht die Folge jetzt so weiter und ich habe Viet umsonst in die DDR geschickt. Und dadurch haben wir jetzt die Situation. Nice. Habe ich natürlich extra gemacht. Danke. Dadurch. Wolf als fairer Showman. Ist der Instanz der Fairness. Na klar, ey. Bringt ihr hinten raus wieder die Spannung gerade. Ich mach's nochmal spannend. So, und jetzt wird's aber wirklich eng. Noch zwei Fragen. Denkt dran, die letzte Frage wieder unser Bilderrätsel. Oh. Da gibt's doppelte Punktzahl. Aber vorher die letzte reguläre Aussage. Aussage Nummer 14. Der T-2000 wurde in Terminator 2 gespielt von Robert... Bitteschön. Es ist der T-1000, der von Robert Patrick gespielt wurde. In der Tat, das ist der T-1000. Ich hab nicht mit so einer simplen Billo-Frage gerechnet. Ja. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt noch was, ja, super abgefahrenes. Ja, okay, krass. Also, damit der Punktestand vor der letzten Frage. Aber es ist alles drin. Es ist noch alles drin. Es geht um zwei Punkte. Gut. Gregor, ich hoffe, deine Brille ist geputzt. Gregor, los geht's. Fahr ab, das Bild, fahr ab, Mann! Für euch zur Info. Lavendel? Also, ihr bekommt gleich ein Bild eingeblendet. Dazu gibt's eine Aussage von mir, wer da zu sehen ist. Das ist aber falsch. Ihr müsst es korrigieren. Ich gebe euch als Info dazu, mir reicht Vor- oder Nachname als Korrektur. Ja, das noch als kleine Hilfestellung für euch. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann Aussage Nummer 15. Das. Da, oder was? Ja, ihr seht das Bild, genau. Das ist Hal Vukovic. Vor- oder Nachname reicht mir. Okay. Wer ist der wahre Endgegner? Hat jemand eine Ahnung? Er ist der wahre Endgegner. Ja, würde ich sagen, ja. Wer das jetzt Nebencharakter in Star Wars hätte, eine eigene Figur, ein eigenes Spin-off und eine Serie. Er ist nur der Typ, der. Also, ihr seht ja die. Ey, vielleicht, ich habe eine Idee. Vielleicht kann die Regie den unteren Balken. Genau, ja, den Bauchpin vielleicht auch ein bisschen runterpacken. Also, ihr seht es an seiner Marke. Detective Lieutenant, LAPD, tritt in Terminator 1 auf. Ja. Mhm, das habt ihr auch. Okay. Okay, also. Er bringt kann Sarah er nicht deutlich so schreiben, Kaffee, die Sau? Ich. Mag Zigaretten und Kaffee, hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, Dennis. Hat jemand von euch eine Ahnung? Dann hätten wir schon geantwortet, dann Mann. Hätten wir schon was geantwortet, ist das für eine Frage? Ja. Das Spiel ist verloren, ne? Wie groß ist die Enttäuschung jetzt? Keine Frage, ist eine Aussage, immerhin. Ja, nee, ich, keine Ahnung. Gregor und Dennis sind sich auch nicht in der Lage. Also, damit ist die Frage geschlossen. Und das ist Ed Traxler. Wow. Der gute alte Traxler. Der Vater von Heike, ne? Der Vater von Heike. Offensichtlich Terminator 1 euch. Wie kommt man denn auf den Namen Hal Vukovic? Ist er irgendwo anders? Ich weiß auch nicht. Das ist wieder so ein Insider-Gag, den raff ich dann nicht. Kann ich dir auch nicht beantworten. Hm. Was ich dir aber beantworten kann, ist der finale Punktestand. Den sehen wir nämlich nochmal eingeblendet. Oh, so knapp aber auch. Und damit. Nice. Teufel. Gibt es, denn ihr seht es, normalerweise würde ich jetzt sagen, der Endgegner wurde geschlagen. Das stimmt auch, denn ihr habt kumulativ mehr Punkte erreicht. Aber wenn wir auf die Einzelwertung blicken, dann sehen wir sowohl Dennis 3 Punkte als auch Gregor 3 Punkte. Und wir brauchen natürlich einen neuen Endgegner. Und dafür müssen wir eine Stechfrage stellen für euch beide. Oh, okay. Oh, jetzt haben wir nichts mehr zu tun, oder was? Hm. Die Zukunft aus dem ersten Terminator-Film spielte im Jahr 2059. Alter, ich weiß es. Ich
Lies nochmal bitte vor. Die Zukunft aus dem ersten Terminator-Film spielte im Jahr 2059. Also das Geschnaufe macht mich jetzt hier ein bisschen... Geil. Ja, ehrlich gesagt schon. Fuck, ich riskier's. So. Gregor. Also, die Zukunft im ersten Terminator war nicht 2059, sondern die spielte im Jahr 2027. Falsch. Ah! Dennis hat die Chance, jetzt abzustauben und hat ja nichts zu verlieren. Ich bin der Meinung, es wäre 2024 gewesen. Darf ich auch versuchen? Falsch. Wolf, erlöse uns. Der Schnips kommt nicht dran, aber es war 2029. Fuck, warum bin ich nicht mehr Antwort Mann? Gewesen? Ich hasse Endgegner, das ist ein Drecksformat. Also der, das ist knapp, Der Krieg gegen die Maschinen. 2029, in der Tat. Ey, ärgerlich. Wäre richtig gewesen. Ja, was machen wir denn mit euch beiden jetzt? Müssen wir uns noch eine Stechfrage überlegen? Ihr habt natürlich genau für den Fall gleich zwei, drei Stechfragen rausgesucht. Mhm. Und nicht nur eine, das wär so kurzsichtig. Und so arbeitet ihr ja nicht. Also man könnte natürlich sagen, dass Gregor da gezockt hat, weil ich er als erstes also riskiert hat. Das quasi ein Minuspunkt in uns. Ich habe es riskiert, ich würde es auch akzeptieren. Ja, ich bin hohes Risiko gegangen und knapp dran vorbeigeschreddet. Also, ne? Deshalb herzlichen Glückwunsch. Ja, also damit. Auch von mir, Dennis. Der neue Endgegner. Es fühlt sich an wie so ein Militärputsch, wo jemand an der Macht ist, aber die macht es super wackelig von Beginn an. Man will gar nicht. Ja. Der neue Endgegner zu Terminator ist Dennis. Terminator 4 umsonst geschaut. Nein, den hast du natürlich umsonst nicht umsonst hingekommen, geschaut. Nicht mal gewonnen. Oh nein. Ja. Oh. Umsonst diese Sendung moderiert, das bin ich auf jeden Fall. Danke euch drei, das war eine sehr schöne kompetitive Folge. Außer hinten raus. Dennis ist der neue Endgegner, aber den Titel musst du definitiv nochmal verteidigen. Ja. Lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt in die Kommentare, was euer Lieblings-Terminator-Film ist. Lasst es uns wissen. Danke an Wolf, Gregor und Dennis. Und das war's für heute bei Endgegner. Wolf, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es scheint, als hätte jemand aus der Zukunft die Fragen manipuliert. Und deshalb bist du zurzeit noch der Endgegner. Aber ich verspreche dir, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Zeitlinie zu korrigieren, damit ich in Zukunft der Endgegner bin. Und deshalb fordere ich dich zu einer Revanche heraus.